Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Death Pro. Heute machen wir mal ein paar Online-Matches. Ich habe mir das Manuke Smile Deck genommen. Allerdings, das man auf den ersten Blick sieht, ich habe es leicht reduziert. Sie ist bloß noch 46. Ich hasse finstere Weltdecks. Sind nur noch 46 Karten. Damit ich die wichtigsten Karten schnell... Doch, kein Pinsel wird. Gut. Damit ich die wichtigsten Karten ein bisschen schneller ziehe. Wie jetzt halt in dem Fall besonders dunklen Magier oder so. Fehlschlag leider. Kein Problem. Bla 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 bla. Okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, ja. Gehen wir zwar durch den Hof und dann selbstverständlich so Vision verdeckt und die Magie-Navigation verdeckt. Mit der kann ich dunklen Magier von Land beschwören, dann dunklen und dann Hexermonster vom Deck beschwören. Finde ich ganz nice. Mit dem kriege ich ja jetzt, wenn er zerstört wird durch Kampf oder Karteneffekt, kriege ich einen dunklen Magier auf die Hand. Und ich nehme an, dass er jetzt nicht so zerstört wird. Wenn nicht, dann tue ich ihn. Ich werde schon den Weg finden, ihn auf den Friedhof zu kriegen. Naja. Oh, das geht auch. So. AG-Navigation. Dunkler Magier aufs Feld. Und dann nehme ich mir noch ihn aufs Feld. Ja. Nein. Habe ich was dagegen, mein Guter? Ja, geht das schon wieder recht fix los hier. Du kannst bla bla. Yep. Machen wir doch direkt mal. Ich habe diese Runde noch keinen Ballsturm gemacht. Ja. Ich glaube, das war's, wenn ich jetzt gerade. Es wird knapp. Ja. Ich würde sagen, letzten Schlag kriegt natürlich mein dunkler Magier. Ja. Aufgegeben. So ein Spasti. Ja. FTK. Entschuldigung, OTK. One turn kill. Mit dem dunklen Magier-Deck. Wir sehen uns gleich im nächsten Duell, Leute. Ciao. Und da sind wir schon mit dem nächsten Duell. Ich bleibe nach diesem wunderschönen Sieg gerade am dunklen Magier-Deck. Mal schauen, was der Gegner diesmal spielt. Ich auf jeden Fall habe diesmal nicht ganz optimales Blatt. Unter Terror kenne ich nicht. Das wird euch interessanter. Das ist nämlich ein Deck, das ich nicht kenne. Na, wahrscheinlich macht das nichts. Hier Genixi. Nein. Der macht sowas komisches. Ja. Das taugt mir jetzt nicht so optimal. Aber gut, ich kann mir jetzt wieder ein schönes Monster holen. So, komm schon, ich brauche die richtige. Ja! Perfekt. Das wird zwar jetzt Fett Life Points Schaden, das ist mir gerade schon okay.
Nein! Scheiße! Ich hab diese Runde schon Monster beschworen. Shit. Wie viel? 2-7 Verteidiger. Gut. Dann tun wir uns einen schönen Plan nächste Runde vollenden. Nein. Gut, da würde ich euch auch was beschwören. Nein! Ich hätte es doch machen sollen. Ich trottel. Scheiße. Gut. Ja gut, wir kriegen jetzt eh einen dunklen Magier auf die Hand. Aufs Feld. Ja. Aber ich habe jetzt irgendwie dezent Scheiße gebaut. Aber es ist kein Problem. Das Duell werden wir schon reißen, hoffe ich. Und der kommt verdeckt oder wie? Ja, der kommt verdeckt. Gut. Dann weiß ich ja, was ich jetzt zerstöre. So. Nein! Ernste Warnung, der Spaß. Gut. Haben wir verloren. Interessantes Deckthema. Muss ich schon sagen. Mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, dann sehen wir uns gleich im nächsten Duell wieder. Ich bleibe beim dunklen Magier. Jo. Jetzt sind wir im nächsten Duell gegen X-Falle 01. So, nach der schändlichen Niederlage eben hoffe ich mal, dass ich diesmal mehr reißen kann. Mit dem Deck, mit dem Deck auf jeden Fall. Ja, das magische Etwas. Ist auch eine interessante Karte. Auf jede Zauberkarte aktiviert wird eine 10-Marke. Und jede 10-Marke tut ihre Stufe um 1 erhöhen. Da 10 Marken Opfer, eine Schnellzauberkarte auf die Anzug und Friedhof. Oh ne, ein Galaxiesoldat. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, okay, Blue Eyes. Hey, passt doch perfekt. Blue Eyes gegen Dark Magician. Die ewigen Rivalen. Oder auch nicht? Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Okay, kein Blue Eyes. Cyberkocher. Nova. Der Scheiße. Cyberkocher in Endlichkeit. Der ist noch ätzender. Und jetzt kommt der alternative Cyberdrache. Ja, der weiße Drache. Gut. Gut, gut, gut. In der ersten Runde bereits die totale Zerstörung für mich. Ich glaube, da bin ich anderer Meinung. Ja, warum rufst du den Angriffsmodus? Der ist so schwach. Wenn der Monster beschwert, dann aktiviere ich einfach die Karte hier. Dann kann ich nämlich ein Monster von meinem Deck rufen. Das ist auch mal sein Effekt. Was? Der hat mein Material geklaut. Warte, 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 warte. Ah, cool. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich jetzt Spielkraft aktiviere, wird dann Spielkraft zerstören.
Scheiße. Ja. Der kann mir jede Runde eine Aktivierung annullieren. Das ist richtig hässlich. Ja, ich hab verloren. Dadurch, dass man jede Runde aktivieren und lernen kann, richtig gekriegt. Und dann kann man auch jede Runde ein Monster klären. Man muss dafür nicht noch Material opfern. Cyberdach und Endlichkeit ist, glaube ich. Nee, muss es ernsthaft sagen. Es gibt so viele. So viele mächtige Karten, die gebannt sind. Und dann kommt halt so eine Cyberdrachen-Endlichkeit, welche nicht gebannt ist. Obwohl die Karte auch hart unfair ist. Weil er kann jede Runde einmal eine Monster klauen, bekommt dafür halt die bekommt dafür 20 Angriffspunkte mehr. Er kann jede Runde, die er einmal Material opfert, eine Karte annullieren. Und bekommt halt diese Karte nächste Runde wieder, wenn ich was rufe in Angriffsposition. Und dann sagen Leute noch, ja, das und das ist voll unfair. Sternschattrache ist genauso. Sternschattrache Angriffsmus ist genauso eine unfaire Karte. Karten, die ist auch nicht gewandt, die ist nicht limitiert. Und dann kann man. Er kann die Anrunde opfern, um eine Karte an. Um irgendeinen Effekt zu annullieren. Und er kommt am Ende des Zuges wieder. Ich verstehe nicht, warum Schwarzes Loch zum Beispiel lange Zeit verboten war. Mit dem tut man auch seine eigenen Karten zerstören. Warum schwerer Sturm verboten? Warum schwerer Sturm verboten ist? Alles aber ein Packer, tatsächlich auf die eigenen. Und dann kommt sowas wie Riesentornado, was die auf die Hand schickt. Gut. Man kann die Karten widersetzen, aber es ist trotzdem für den Gegner erstmal richtig beschissen. Und die ist. Egal. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Das war's mit Yu-Gi-Oh! Deathcraft für heute. Ciao.